Du bist Mama und hast jetzt mit deinem Baby zu Hause vielleicht Lust, ein paar Yoga-Übungen auszuprobieren. Dann habe ich ein paar Übungen, die deinem Rücken gut tun, mit dabei. Probier einfach mal zusammen mit deinem Baby diese Übung aus und ich hoffe, dir geht es dann schon bald ein bisschen besser. Dein Rücken fühlt sich stabiler, kräftiger und stärker oder auch beweglicher an. Und komm neben deinem Baby für die einbeinige Vorbeuge mit den Füßen nach vorne. Das rechte Bein streckst du neben deinem Baby aus. Und dann kannst du gerne den linken Fuß an die Innenseite von deinem Bein bringen. Dreh dich jetzt mal Richtung Baby und Richtung gestrecktes Bein. Nimm mal die Arme mit. Bauchspannung halten, Beckenbodenspannung. Und dann über dein Bein und über dein Kind legst du dich nach vorne ab. Du kannst vielleicht auch eine Hand auf deinem Kind lassen. Du kannst auch die Hände auf deinem Bein ablegen oder vielleicht den Fuß greifen. Ja, es gibt hier kein richtig oder falsch, sondern du schaust mal, welche Variante für dich heute passt. Ganz langsam richtest du den Rücken wieder auf, nimmst jetzt dieses Bein und stellst es mal über das gestreckte Bein auf. Zieh dich hier nochmal in die Länge mit deinem Rücken, umfasse hier das Bein, streck den Arm in die Länge und setz die Fingerspitzen oder die Hand hinter deinem Rücken auf und schau jetzt mal über die Schulter nach hinten. In diesem Drehsitz machst du dich einatmen lang und ausatmen drehst du, schaust über die Schulter. Ganz kleine Bewegung und manchmal kommt man noch einen Millimeter mehr. Dann dreh dich zurück zur Mitte und wechsel die Beine. Jetzt ist das andere Bein neben deinem Baby gestreckt. Hier das Bein anwinkeln auf die Seite. Fußsohle an die Innenseite von dem Oberschenkel nehmen. Mach dich ganz lang im Rücken, zieh den Bauch rein, spann den Beckenboden an und komm nach vorne und die Hand ablegen. Egal, wo du jetzt aufkommst, am Schienbein, am Bein, auf deinem Baby, den Fuß umfassen, alles ist erlaubt. Mach die Variante für dich, die heute sich gut anfühlt und sinke mal für einen Moment in die einbeinige Vorbeuge. Vielleicht schließt du sogar die Augen. Loslassen, entspannen. Und wie geht's dir und deinem Rücken jetzt? Ich hoffe, die Rücken-Yoga-Übungen haben dir gut getan. Wenn du magst, lass mir ein Like da, abonniere den YouTube-Kanal, dann freue ich mich, wenn wir uns wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Namaste. Yo.